Was macht ihr bei diesem Job immer? Wir dann Blumen setzen, Blumen jäten, wir verkaufen Kresse, wir sehen Kresse an, wir zeichnen Büdeln für die Gärtnerei, wir machen Stoffblumen, die was wir dann verkaufen zum Dekorieren oder so. Und ja, sonst eigentlich so Laubrechen, da man nur ab und zu, wenn viel zu viel Laub herumliegt. Und sonst, das war eigentlich so unsere Arbeit. Und wie viel verdienen die Kinder hier? Ganz normal, oder? Ganz normal, so wie sonst immer überall anders auch. Für die Stunde, glaube ich, sind es 18 Letti. Ja. Gut, danke. Bitte. Was macht ihr bei diesem Job so? Ja, also wir machen Erste-Hilfe-Kurs, machen auch oft Übungen oder machen Gipse, ganz verschiedene Sachen. Und was ist das Lustigste an diesem Job? Das Lustigste ist eigentlich, die Kinder zu schminken und die Erste-Hilfe-Kurse zu machen. Was machst du bei diesem Job alles so? Also ich stehe da und wenn sie Bootsmann wollen, dann muss ich ihnen die Tickets abnehmen. Und wenn einer mal keins hat, dann soll er sich ans Holen gehen. Gut. Und was ist das Lustigste an diesem Job? Also ich finde, es ist so lustig, immer da zu stehen und den Leuten die Tickets abzunehmen und zu sehen, wie sie draußen auf dem See herumrudern. Gut. Was musst du bei diesem Job machen? Also wir müssen Getränke verteilen, wir haben Fruchtspieße, können wir auch verteilen und ja, genau. Und was ist das Lustigste an diesem Job? Alles, ist einfach alles, also die Getränke mixen und die Kunden bedienen, ist alles geil. Hat jeder seinen eigenen Job hier drin oder? Nein, wir tun auch immer wechseln, also einmal treffen wir einen bei der Kasse, dann woanders, dann verkaufen, Werbung. Danke. Was macht ihr hier in deinem Shop? Wir sind eine Bibliothek, wie man sieht. Bei uns kann man lesen. Da hinten sind die ganzen Bücher, wenn du drauf filmen machst. Oder spielen. Die zwei Jungs spielen gerade Halligalli. Und zum Beispiel kann man am Laptop recherchieren über ein bestimmtes Thema. Und wir haben auch schon ganz schön viele Plakate gestaltet. Über Tiere, Städte, Musik. Genau. Und hat bei diesem Job jeder einen Platz oder fixen Platz oder wie ist das abwechselnd? Ist abwechselnd, ganz flexibel. Und was ist das Lustigste an diesem Job? Das Lustigste? Spielen. Man kann entspannen. Ja, genau. Danke. Was macht ihr ungefähr so bei diesem Job? Wir machen da ein Heitel, was heute noch gebraucht wird, fertig. Und da müssen wir dann noch den Boden wischen und jetzt darf man noch streichen. Und dann sind wir eh bald einmal fertig. Und was ist das Lustigste bei deinem Job? Ich finde es das cool, dass wir streichen können mit den Rollen und Fiddle. Ich finde es cool, den Job. Und hat da jeder seinen eigenen Job oder darf ihr euch eher abwechseln? Nein, wir tun uns manchmal abwechseln, dann tun wir immer zwei Gruppen zusammen und dann machen wir das zu zweit auch immer. Okay, danke fürs Interview. Okay, was ist das Lustigste an deinem Job vom ORF? Das Lustigste ist, dass man jeden Tag voll viele neue Leute kennenlernt, dass man jeden Tag was anderes macht, ein bisschen eine andere Geschichte sozusagen erzählt. Und das ist irrsinnig spannend, weil es ja jeden Tag passiert was. Hat da jeder seinen eigenen Job oder darf er euch eher abwechseln? Na, wir sind ungefähr so 20 bis 30 Reporter beim ORF in Salzburg und dort tut jeder alles eigentlich. Das ist, kommt jedem einfach darauf an, was ist an diesem Tag los, was gibt es für Themen, was kann man so machen. Und da teilen wir es uns dann auf. Was macht ihr ungefähr so bei euch an der Arbeit? Das kommt darauf an, wenn zum Beispiel in der Politik was los ist, dann machen wir ein bisschen mehr politische Geschichten. Aber wenn zum Beispiel ein großer Verkehrsunfall ist oder ein riesen Skiunfall im Winter, dann ist das wichtiger. Das kommt einfach darauf an, was jeden Tag so ein bisschen passiert. Kann auch sein, dass wir mal darüber berichten, was sportlich so los ist. Wenn zum Beispiel Fußballmeisterschaft gewinnt, die Salzburger Mannschaft, dann werden wir da natürlich einen großen Schwerpunkt machen. Also es ist voll unterschiedlich. Okay. Danke fürs Interview. Gerne.